Entschuldigung, ich und Vorbild. Nicht auf diesem Channel. Was geht ab, Friends? Ich bin's Luisa. Schön, dass du bei einem neuen Video hier auf meinem Gardinenbömmel als Ohrringe Bordüre Kanal mal wieder am Start bist. Aber vorweg, die Ohrringe sind von einem Bazar aus Kairo und das nennt sich Khan Khalili. Tatsächlich ist es mir sogar ohne PR-Liste gelungen, frühzeitig an die neuen Make-up-Produkte von Selena Gomez mit ihrer neuen Beauty-Marke Rare Beauty ranzukommen. Und sobald es die Produkte dann auch in Europa hier in Sephora's geben wird, bin ich mir relativ sicher, dass es schon einige Vergleiche geben wird zu den Produkten von Rihanna, also von Fenty Beauty. Vielleicht auch, weil einige Produkte sich auch ähneln oder man einfach die Beauty-Marken zweier ja erfolgreicher Sängerinnen gerne mal vergleicht. Ich bin wirklich so gespannt, wie die Produkte von Selena Gomez jetzt auch abschneiden und ob es vielleicht ein, zwei Produkte gibt, die sich von der jeweiligen Marke eher lohnen werden. Wie ich zu den Produkten von Selena Gomez gekommen bin, erzähle ich dir, während wir uns schminken, und dann fange ich auch schon mit den Gesichts- bzw. Foundation-Primern an. Und auf dieser Seite ist komplett Rare Beauty und auf der anderen Seite dann Fenty Beauty. Und bei den Foundation-Primern hat hier Rare Beauty den Always an Optimist Illuminating Primer. Und gerade bei Kosmetikmarken greife ich immer zu Primer, die eben ein bisschen feuchtigkeitsspendend sind oder einfach mehr Glow verleihen. Das ist einfach für meine trockene Haut perfekt, deswegen mega, dass das auch schon hier dabei ist. Und als ich die Produkte von Selena Gomez so das erste Mal angeschaut hat, hat es mich schon ein bisschen an Fenty Beauty erinnert. Gerade zum Beispiel bei den Creme Blushes. Und es hieß, glaube ich, auch, dass Selena Gomez am selben Ort ihre Produkte herstellt wie Rihanna. Ob das stimmt, kann ich jetzt so gerade nicht bestätigen, aber irgendwie ging das mal so als Gerücht rum. Das nenne ich glänzende Highlighter. Wow. Okay, davon sollte man definitiv nicht zu viel auftragen. Es sieht so aus, als würde ich echt krass schwitzen. Sieht so aus, als hätte ich Sport gemacht. Oh mein Gott. Ich und Sport. Entschuldigung, ich und Vorbild. Nicht auf diesem Channel. Der Primer von Selena Gomez hat so leichte goldene, so Schimmerreflexe drin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so goldene Schimmerreflexe jetzt unbedingt auf meiner Haut haben möchte. Aber trotzdem fühlt sich meine Haut wirklich sehr gut mit Feuchtigkeit. Was ist hier? Oh. Hast du die Fäden gerade gesehen? Abgesehen davon fühlt sich meine Haut auch wirklich gut mit Feuchtigkeit und schön, ne, aufgeplumpt auf. Und bei Fenty habe ich jetzt auch hier den Soft Silk Pro Filter Hydrating Primer. Zum Glück hat Rihanna einen Hydrating Primer dann auch rausgebracht, weil ich in Vergangenheit mit ihrem matten Primer und ihrer matten Foundation überhaupt nicht klar kam. Der Primer von Fenty hat definitiv Duft drin, was bei Rare Beauty nicht der Fall war. Und der von Fenty Beauty glitzert auch nicht. Es ist wirklich eine schöne Konsistenz, die echt viel Feuchtigkeit enthält. Ziel dieses Videos ist bei mir jetzt nie, dass ich sage, hey, Rihannas Produkte sind so viel schlechter als die von Selena. Ich möchte einfach von mir aus interessenshalber einfach wissen, wie die beiden Mädels ihre Produkte kreieren, wie die beiden einfach so ein bisschen abschneiden, eben weil sie auch beide Musikerinnen sind und die beiden Marken definitiv im Hype sind, auch zu Recht. Bei Rare Beauty kommt die Foundation hier mit dieser wirklich super süßen Verpackung mit dieser kleinen Kugel. Ich meine, das ist aufgrund der Lupus-Krankheit, damit man einfach die Produkte besser greifen kann und aufmachen kann. Sehr nice bei so kleinen Details. Das ist jetzt hier die Liquid Touch Brush Foundation. Die gibt es hier in super vielen Farben. Und genauso hier bei Fenty Beauty habe ich jetzt hier die Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Ich habe eher bei den Bildern gedacht, dass die Rare Beauty Foundation aus Glas wäre. Aber tatsächlich ist das komplett ja Kunststoff bzw. Plastik. Anders jetzt bei Fenty Beauty, da ist der Primer definitiv aus Glas und die matte Foundation auch aus Glas. Warum jetzt Rihanna die Hydrating Foundation aus einer Tube gemacht hat, I'll guess we never know. Hier habe ich jetzt die Fenty Beauty Foundation und am liebsten würde ich meine Foundation mit meinem riesen Oschi-Schwamm auftragen, weil ich weiß, damit funktioniert es immer am besten. Den gibt es übrigens auf Amazon in meinem eigenen Shop. Dezent stolz. Aber Fenty Beauty als auch Rare Beauty haben jeweilige Foundation-Pinsel und dementsprechend will ich einfach auch die ausprobieren. Schreibt mal noch in die Kommentare, welche zwei Marken ich gegeneinander testen soll. Das ist ja ein beständiges Format hier auf meinem Kanal. Crash Battle habe ich das genannt. Ich habe da auch eine komplette Playlist mit super vielen Drogeriemarken, wie zum Beispiel Essence vs. Catrice, Maybelline vs. L'Oreal. Da verlinke ich dir meine Playlist unten in der Infobox. Klick dich gerne mal durch oder hab mal einen kompletten Tag, wo du nur die komplette Playlist anschaust. Thank you. Ist die Foundation mir ein bisschen zu hell? Nein. Also zu meinem Hals passt sie schon. So viel ist safe. Mit dem Pinsel komme ich nicht so gut zurecht. Der ist zwar schön fest, aber die synthetischen Haare, finde ich, lassen die Foundation nicht so
sonderlich gut in meine Haut einarbeiten. Irgendwie liegt die Foundation echt nur auf meiner Haut und nicht so in meiner Haut. Ich meine, hier kann man es relativ gut sehen. Meine Poren sind extrem betont und es liegt einfach nicht super schön auf meiner Haut. Also sieht nicht so schön aus. Deswegen werde ich auf jeden Fall nochmal mit meinem Schwamm einfach drüber gehen, weil ich kriege damit einfach das bessere Ergebnis. Und dann sieht das alles nicht so trocken aus. Deckkraft bei Rihanna ist definitiv an der mittleren Seite. Man sieht hier unten noch ganz gut meine Hautunreinheiten durch, aber meine Errötungen und generell meine Unebenheiten wurden sehr gut abgedeckt. Der Schwamm hat mich kurz gerettet. Bei Rare Beauty hoffe ich jetzt, dass hier die Farbe passt. Ich konnte natürlich nur online bestellen und hier gibt es den dazugehörigen Pinsel, den ich wirklich sehr interessant finde von der Form und bestimmt wird er mir auch gefallen. Nur finde ich beim Pinsel so ein bisschen die Haare ungünstig, also die Haarfarbe. Du siehst, es ist so Weißcreme auf Braun. Wenn ich diesen Pinsel jetzt zu meinen anderen Pinsel lege, sieht er einfach so aus, als wäre er dreckig. Als hätte ich Lidschatten oder Konturfarbe aufgetragen. Er sieht einfach immer dreckig aus, obwohl er wirklich komplett sauber ist. Und ich glaube, da hätte ich es einfach schöner gefunden, wenn der Pinsel einfach so diese untere einheitliche Farbe hätte. Aber hier bin ich mir wieder zu genau und achte dann doch auf Details, die keinen jucken. Aber ich sag's dir trotzdem. Und hier bei der Rare Beauty Foundation haben wir hier so einen riesen Oshi-Applikator. Und ich werde da jetzt ein bisschen, weiß gar nicht wie viel. Und die Foundation riecht noch gar nichts. Super. Da jetzt auch bestimmt Fragen kommen werden, wie ich an den Rare Beauty Produkten rangekommen bin. Ich empfehle es dir definitiv nicht, es so zu machen, wie ich es gemacht habe. Es sei denn, du hast zu viel Geld übrig. Nee, ernsthaft. Ich habe jetzt wirklich einiges mehr an Geld reingelegt, aber einfach nur wegen diesem Video. Und zwar gibt es einen Online-Shop, der sich London Loves Beauty nennt. Der kommt offensichtlich aus London und ist, glaube ich, gefühlt der einzige Shop, der Rare Beauty verkauft. Und ich habe wirklich lange recherchiert, ob das überhaupt die echten Produkte sind, weil weder bei Rare Beauty noch bei Sephora steht, dass es die Rare Beauty Produkte auch woanders zu kaufen gibt. Und dementsprechend habe ich es einfach mal riskiert und die Produkte bei der London Online-Shop-Seite waren definitiv viel teurer, als sie dann eigentlich bei Sephora sein werden. Dementsprechend würde ich dir definitiv empfehlen, warte auf den Europa-Launch. Der wird auf jeden Fall, denke ich, Mitte diesen Jahres kommen und dann kannst du dann nochmal auf dieses Video zurückkehren und zu gucken, welches der Produkte sich dann auch wirklich lohnt, weil preislich sind die Selena Gomez Produkte ein bisschen günstiger als die von Rihanna. Auch hier werde ich bei der Rare Beauty Seite am besten mit meinem Schaum nochmal drüber gehen, einfach damit es gleich ist. Und auch hier komme ich mit dem Pinsel nicht sonderlich gut zurecht. Die Foundation hat sich nicht sonderlich gut auf meine Haut eingearbeitet. Vielleicht bin ich auch nicht so ein Pinseltyp, aber hier würde ich jetzt zum Beispiel den Kauf von dem Pinsel definitiv abraten. Die Fenty Foundation hat definitiv eine viel höhere Deckkraft als hier die von Selena Gomez. Das ist jetzt eher so wirklich eine leichte Deckkraft für den Alltag, fühlt sich extrem leicht auf der Haut an, als hätte ich wirklich nichts auf der Haut. Hat eigentlich recht gut meine Unebenheiten abgedeckt, aber deine Haut kommt definitiv noch sehr stark durch, gerade dann, wenn du Pickel hast hier, es kommt hier noch viel durch, das muss dir einfach bewusst sein, gerade dann, wenn du eben unrein Haut hast. Und von dem Glow Primer von Rare Beauty ist jetzt so nicht mehr so viel zu sehen. Also es blickt nicht mehr durch. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt unbedingt geholfen hat und notwendig war. Ich glaube, ich hätte sogar mit meinem eigenen Primer ein besseres Ergebnis hingekriegt als mit dem Rare Beauty Primer, weil diese goldenen Partikel, das war einfach nur so ein künstliches Glow. Das war wirklich kein Glow, das von wirklicher Feuchtigkeit stammt. Deswegen, der Rare Beauty Primer ist nichts für mich. Da fand ich den von Rihanna definitiv besser. Bei der Foundation musst du jetzt gucken, was für eine Deckkraft du möchtest und brauchst. Aber wenn es um leichte Deckkraft geht und du wirklich nicht das Gefühl von Foundation magst, dann ist die Rare Beauty Foundation definitiv sowas von ein Blick wert. Weiter geht's auch mit dem Concealer und ich muss sagen, bei Rare Beauty, ich mag einfach die Verpackung sehr. Ist definitiv mal was anderes mit diesem Deckel und gerade mit diesem milchigen sieht sehr edel aus. Das ist jetzt hier der Concealer und der hat echt einen relativ süßen anderen Applikator. Und bitte, guck echt nicht meine abgebrochenen Fingernägel an. Die sehen echt nicht schön aus. Und wundere dich deshalb auch nicht, dass mein Freund ausgerechnet die Produkte in den Händen hält für die Produktaufnahmen, die du gerade siehst, die ich halt einblende. Einfach nur, damit ich dir den Anblick von meinen eigenen Fingernägeln erspare, you know. Hier benutze ich jetzt auch wieder meinen Schwamm, weil mit dem Pinsel gehe ich definitiv nicht nochmal ran. Der Concealer hier von Rare Beauty hat eine geringe Deckkraft, sieht super für den Alltag aus, fühlt sich nicht schwer an. Für mich aber, glaube ich, ein bisschen zu wenig Deckkraft. Also ich würde, glaube ich, nochmal eine Schicht auftragen. Gerade hier bei meinen Äderchen, die sehr stark bei mir rausgucken. Hier und
hier nochmal. Bei Fenty Beauty benutze ich hier den Pro Filter Concealer. Und können wir ganz kurz darüber reden, dass ich es einfach mal riskiert habe, bei einem Online-Shop zu kaufen, viel Geld dazulassen für die Rare Beauty Produkte, weil ein Full-Face-Make-up von Rare Beauty ist teurer, als ich dachte. Es hätte sowas von passieren können, dass die Produkte nie ankommen, dass ich halt in irgendeinem Fake reingefallen bin. Ich habe wirklich lange recherchiert, also man kann dem Online-Shop definitiv vertrauen. Dennoch sind die Produkte wirklich unnötig teuer dort. Aber hey, kluge Geldanlagen mit Luisa. Ich berate dich gerne. Ich weiß, was du mit deinem Geld am besten machen solltest. Gefühlt wird mein Gesicht immer heller. Gefühlt sehe ich auch mehr aus wie ein Geist. Aber keine Sorge, wir werden definitiv gleich mehr Farbe ins Gesicht bringen. Aber verdammt, Farbe online auszusuchen ist wirklich super schwer. Und gerade bei über 50 Farben, puff, da hilft auch so ein Quiz nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass dieser Bereich einfach nur weiß ist. Es ist wirklich deckweiß. Auch hier klare Unterschiede. Fenty Beauty ist viel, viel höher von der Deckkraft und Rare Beauty ist wirklich so was Leichtes auf der Haut. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, niedrige Deckkraft heißt gleich, ist was Schlechtes. Du musst definitiv für dich herausfinden, was für eine Deckkraft für dich einfach am besten ist. Deswegen entscheid du, was für eine Deckkraft du für dich möchtest. Rare Beauty hat hier mit flüssigen Blushes gestartet. Sieht super schick aus hier mit der goldenen Kappe. Gibt es jetzt so nicht bei Fenty Beauty. Hier bei Fenty gibt es eher Creme Blushes. Oh. Ich habe keine Nägel, um das zu öffnen. Dankeschön. Und auch das hier einmal, wo wir jetzt gleich dabei sind. Warte! Das hier. Okay. Ja, jedenfalls dachte ich, oh shit, Liquid Blush mit Creme Blush zu vergleichen, ist nicht ganz cool. Aber nur ein paar Wochen später kam dann Rare Beauty auch mit Creme Blushes raus. Und ich finde die Verpackung so, so süß. Sag mal, für mich sieht die Rare Beauty ja Creme Blush Verpackung aus, als wäre es so EarPods, so von Apple. Und als ich die Creme Blushes von Rihanna bestellt habe, ich war wirklich ein bisschen schockiert, wie kleine wirklich die Blushes sind und wie wenig Produkt da drin ist. Ich habe zum Beispiel von Fenty Beauty auch die Bronzer und auch die Highlighter und ich bin auch schon so deren eher Produktform gewöhnt und irgendwie dachte ich, ich kriege wirklich so ein Oshi Creme Blush, aber guck dir das mal halt hier im Vergleich an. Das ist so viel kleiner für fast den gleichen Preis. Fand ich ein bisschen wenig. Bei Rare Beauty gibt es wenigstens 5 Gramm und hier bei Fenty Beauty eben nur 3. Bei Fenty Beauty gehe ich jetzt hier mit meinem Foundation Pinsel rein, weil der eignet sich perfekt für ja Cremeprodukte. Und da bringe ich vielleicht ein bisschen Farbe hier ins Spiel. Und Cremeprodukte wirklich eignen sich so, so super, gerade für die Leute, die eher trockene Haut haben oder für die, die eben nicht so krass mit Puderprodukten auskommen wie ich. Bei mir sieht es gerne mal fleckig aus, wenn ich so Puderkontur, Puderbronzer, Puderblush auftrage. Und dann trage ich meinen Blush gerne so hier oben auf, nicht mehr auf die Apfelbäckchen, sondern wirklich nur hier oben. Und das sieht einfach so viel natürlicher und schöner aus, wie ich finde. So Cremeprodukte arbeiten sich halt viel besser in die Haut ein als Puder. Super schick. Nice. Also Creme Blush ist ein wunderschönes Ergebnis. Definitiv ein Produkt, was ich sehr unterschätzt habe. Probier das definitiv mal aus. Bei Rare Beauty gehe ich hier mit einem neuen Pinsel in die Farbe Nearly Neutral. Und da klopfe ich das auch richtig schön ein. Und dadurch, dass ich so einen leichten Stippling-Pinsel verwende, werde ich damit auch nicht die Foundation abtragen, sondern arbeite den Blush wirklich schön in die Foundation ein. Genauso schön. Ich sehe da ehrlicherweise keinen Unterschied jetzt außer jetzt großartig in den Farben, die ich jetzt nicht so perfekt getroffen habe. Aber an Konsistenz, an Cremigkeit, an Einarbeitungskünste in der Foundation und in der Haut. Es sieht beides gleich aus. Beides wunderschön, glänzend, nicht fleckig und problemlos. Und deswegen hier ein Go für die günstige Variante. Hier mega schade, dass es keine Creme-Konturprodukte oder irgendwie Bronzer-artige Produkte gibt. Gerade dann, wenn du mit Creme-Blushes rauskommst oder mit Liquid-Blushes. Das hätte, finde ich, auch total gepasst. Dieselbe Konsistenz bloß in Kontur- oder Bronzerfarben. Vielleicht hat sie das noch vor, aber da dieser Schritt jetzt entfällt, mache ich das jetzt natürlich auch nicht mit Fenty Beauty, sondern nehme jetzt da meine eigenen Produkte. Ich nehme da hier nur so ein bisschen einen Liquid Bronzer, einfach damit auch mein Gesicht nicht so mehr hell aussieht und ein bisschen mehr Form gebe. Und da gehe ich jetzt mit Too Faced Born This Way Concealer ran, in der Farbe Honey. Und damit gehe ich jetzt auch hier mit meinem kleinen Konturpinsel rein, ganz vorsichtig, ohne jetzt zu viel von meinen anderen Produkten zu stören. Tja, ich will nicht stören, aber habe hier einen fetten Durchfallbalken im Gesicht. Gott sei Dank, der Born This Way Concealer harmoniert super mit den ja, Creme-Produkten von Rare Beauty als auch hier von Fenty Beauty. Alles sieht super weich und frisch aus. Und gerade wenn ich jetzt mit Creme-Produkten fertig bin, könnte ich jetzt auch alles setten, ne? Und naja, ich habe schon ein bisschen Schiss, Produkte von Selena Gomez zu kritisieren. Weil, wenn wir ehrlich sind, jeder liebt Selena Gomez. Die Marke kommt wirklich bei jedem sehr gut an. Da könnten sich vielleicht schon einige angegriffen fühlen, wenn ich
ne, meine ehrliche auch, wenn sie mal kritische Meinung ist, sie zu äußern, hat man ja an Loredana gesehen. Ich bin mittlerweile seit meinem Loredana-Video mehr als gecancelt. Aber ich verstehe das hier nicht. Das sind jetzt hier Blotting Paper, Blood and Glow Blotting Sheets. Das sind 100 Papierstückchen, um die restlichen Öle auf dem Gesicht aufzusaugen. Und da gibt es hier auch noch eine Puderquaste, wo anscheinend Puder schon drin ist. Wer weiß wie viel. Ich finde das mit den 100 Papierstücken sehr, sehr unnötig. Und ich benutze so ölsaugende Papierdinger nicht auf. Deswegen hätte es ein normales Puder sowas von auch getan. Deswegen ist das jetzt hier so ein Produkt, was ich jetzt sage, boah, da lohnt sich die 20 Euro definitiv nicht. Ich versuchte jetzt einfach drüber zu pudern, gerade hier unter meinen Augen, und die Cremeprodukte zu setten. Aber ehrlicherweise weiß ich jetzt auch nicht, ob da überhaupt an Puder was rauskommt. Da kommt nichts raus. Also ich sehe da jetzt keinen Pudereffekt. Das ist einfach nur eine Puderquaste. Keine Ahnung. Ich nehme mal hier so ein Papierstück und tue es mal hier auf meine Stirn. Bei Ellie sollte ich nicht sonderlich viel haben, weil ich eher eine trockene Haut habe. Sieht man was? Bisschen vielleicht. Keine Ahnung. Außer, dass sie jetzt meine Foundation komplett abgetragen haben und die Foundation jetzt irgendwie so körnig geworden ist und an dieser Stelle komplett weg ist. No. Natürlich habe ich bei Fenty Beauty auch ein Gegenpart gesucht. Auch hier, Fenty Beauty hat auch so Blotting-Papierstücke. Und wie du siehst, mein Leben war hart am Limit. Ich habe es nicht hingekriegt, die Dinger hier wegzuholen. Eigentlich gibt es hier an der Seite so Zacken, wo du dann das Papier abreißen kannst. Es lässt sich nicht... Oh. Abreißen. So nicht. Deswegen ist das für mich so ein unnötiges Produkt. Aber Hauptsache, ich habe jetzt das perfekte Gegenstück bei Fenty Beauty gefunden. Hier, wunderschön. Also Fenty Beauty hat auf jeden Fall ein Puder, aber dadurch, dass es das jetzt bei der Selena Gomez nicht gibt, geht es jetzt auch direkt weiter. Selena Gomez hat auf jeden Fall einen eigenen Highlighter, auch einen flüssigen Highlighter, der ungefähr so aussieht wie das hier, aber der war bei London Loves Beauty in dem Online-Shop ausverkauft. Dementsprechend kann ich das jetzt auch nicht mit Fenty Beauty vergleichen. Ich benutze jetzt hier meinen eigenen Highlighter, und zwar habe ich hier einen losen Highlighter, den gibt es auf Amazon und in meinem eigenen Shop. Und zu Valentinstag wird es in meinem eigenen Shop eine mega coole Aktion geben, und zwar ein Valentinstags-Bundle, wo du mehrere Produkte für weniger bekommst, als wenn du sie einzeln kaufen würdest. Und in dem Bundle ist auch natürlich der Highlighter drin, meine Crash-Make-up-Tasche, wo Gott und die Welt reinpasst. Und den Handspiegel gibt es auch noch gratis dazu. Schau gerne in meinen Shop vorbei für eine süße, ja, Valentinstags-Aufmerksamkeit oder generell, um einfach von dem Rabatt zu nutzen. Ich werde einfach nie genug von dem wunderschönen, nassen Highlighter haben. Ich verstehe es komplett, warum Rare Beauty überhaupt auch so erfolgreich wird. Ich finde die Philosophie, die da Selena Gomez da aufgebaut hat, die ist wirklich sehr schön, und damit kann ich mich auch super identifizieren. Genauso war auch wie bei Fenty Beauty. Bei Rare Beauty geht es halt einfach zusätzlich auch noch um schön zu sein, wie man ist, seine eigene Natürlichkeit einfach noch hervorheben. Dementsprechend sind sehr viele der Produkte auch eher natürlicher. Und gerade die ganze Arbeit, die Selena Gomez im Bereich Mental Health macht, finde ich einfach wirklich eine so tolle Sache. Bei Lidschatten geht es jetzt auch direkt weiter am Auge. Und hier habe ich so ein bisschen meine Bedenken eben. Hier hat sie zwei verschiedene, ja, Lidschattenpaletten, und beide Paletten haben nur Schimmertöne drin, was ich wirklich super ungünstig finde. Ich finde es einfach nicht schön, wenn man mit einem Schimmerton hier die Farbe an der Lidfalte aufträgt. Für mich sind Schimmerfarben wirklich nur am beweglichen Lid schön und irgendwie auch vorteilhaft. Dementsprechend verstehe ich wirklich nicht, warum sie nicht mal eine matte Farbe da reingepackt hat. Stattdessen hat sie zusätzlich Liquid Eyeshadow rausgebracht, also wirklich flüssiger Lidschatten, der auch hier ein mattes Finish hat. Dementsprechend bist du fast gezwungen, wenn du was Mattes haben möchtest, hier die flüssige Variante zu holen. Und da, finde ich, lohnt sich's nicht. Also ein flüssiger Lidschatten für 20 Euro plus minus ist viel zu teuer. Für den Preis kaufst du dir halt eine ganze Palette. Und dementsprechend sehe ich das Ganze mit den flüssigen Lidschatten echt kritisch. Deshalb hatte ich auch leichte Schwierigkeiten, natürlich die passende Lidschattenpalette von Fenty Beauty zu finden, weil eben bei Fenty gibt es hier die kleineren Paletten, die mega sind. Eine super schöne Mischung aus Schimmer und matte Farben in verschiedenen Farbkategorien, sei es warme Farben oder eher auch sowas zum Beispiel. Und hier habe ich halt jetzt so ein bisschen mein Problem, weil mehrere Fenty Beauty Lidschattenpaletten sich halt, ne, hier befinden. Deswegen kann ich jetzt auch so nicht so krass dir ein Dupe zu Fenty Beauty von Selena Gomez, die auch zeigen,
einfach weil es das nicht gibt. Dementsprechend bin ich so ein bisschen gezwungen, mehrere Paletten für einen Augen-Make-up-Look zu schminken, einfach damit ich beide Augen gleich haben werde. Ich weiß, es ist jetzt nicht sonderlich günstig, aber hierbei vergleiche ich jetzt wirklich die Lidschattenqualität und natürlich jetzt nicht den Preis, dass ich jetzt drei Paletten für ein Auge verwende und bei Rare Beauty nur eine. Also darum wird es jetzt nicht gehen. Dann fange ich hier mit den Rare Beauty Stay Vulnerable Fort Papiere Liquide Stay Vulnerable Liquid Eyeshadow an. Hier in der Farbe Nearly Apricot. Und das sieht einfach aus wie so ein Liquid Lipstick. Und das packe ich jetzt mir mal hier in die Lidfalte. Ich glaube bei Selena Blommes, ich glaube hier bei Selena Gomez geht es einfach wirklich darum, mit wenigen Produkten, mit wenigen Handkniffen einfach ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ohne viel Schnickschnack, ohne große Paletten. Einfach nur ein paar Produkte, großes Ergebnis, was ich definitiv gut finde. Aber an Liquid Eyeshadow, so gut der jetzt auch sein mag, würde ich halt nicht investieren, weil es wirklich so viel Geld nur für ein einziges Produkt ist, obwohl du halt eben für das Geld eine ganze Palette kriegen würdest. Schau mal, wie schön das aussieht. I know. Das wird es bei Fenty Beauty, wenn ich jetzt diese Farbe hier rantrage, genauso sein. Und das Gefühl, 20 Euro nur für diese eine Farbe ausgegeben zu haben. Nein, aber es lässt sich super schön ausblenden, einblenden und es trocknet komplett matt. Warum mag ich das? Und gleichzeitig empfehle ich es nicht. Bei Fenty gehe ich in die Deep Neutrals Palette und dann gehe ich hier in die gleiche Farbe und starte mal damit. Ebenfalls ein weiterer Liquid Eyeshadow. Hier habe ich den in der Farbe Nearly Berry, so ein schöner Beereton. Und das werde ich ganz am Ende meines Augenlides auftragen, weil es schon eine recht dunkle Farbe ist. Scheint ein bisschen fleckig zu sein, wie du es vielleicht sehen kannst, gerade hier beim Ausblenden. Ne? Also da müsste man definitiv nochmal mit einer zweiten oder schon mit einer dritten Schicht drüber gehen. Weil gerade diese dunkle Farbe lässt sich nicht gut ausblenden. Vielleicht kann ich dann doch nur mit einer Palette arbeiten. Hier in derselben Deep Neutrals Palette gibt es auch hier ein dunkleres Lila. Das werde ich auch hier am Ende meines Augenlides bei der Fenty-Seite auftragen. Aber ja, es wird wahrscheinlich nicht so intensiv sein wie jetzt hier, weil es einfach flüssig ist und Puder. Ist dann schon immer was anderes. Bei Fenty habe ich jetzt hier zwei Schichten aufgetragen und das sieht auf jeden Fall viel besser, viel weicher aus. Und hier stimmt die dunkle Farbe überhaupt nicht, leider. Ich werde jetzt ein bisschen Concealer auftragen, damit ich jetzt dann diese schimmernden Farben verwenden kann. Bei Rare Beauty gefällt mir dieses schimmernde Grün total. Ich gehe jetzt auch direkt mit meinem Finger hin und das ist gefühlt der einzige Vorteil, den es hat, kurze Nägel zu haben. Ich komme plötzlich ohne Probleme an meinem Auge zum Beispiel und das hat mir kurz mal mein Leben erleichtert. Oh mein Gott, wie schön ist diese grüne Farbe. Oh, ui. Man sieht, pigmentiert sind die Farben schon und gerade diese schimmernde Farbe sind auch schön. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob ich dir halt wirklich eine rein schimmernde Farbe empfehlen würde. Ich finde das jetzt so nicht gerade sinnvoll. Du bist halt trotzdem angewiesen auf eine matte Palette. Es sei denn, dir macht es nichts aus, nur schimmernde Farben auf deinem Lid aufzutragen, aber dann fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen Tiefe. Oh. Wunderschönes Grün. Und direkt neben dem Grün werde ich jetzt da ein bisschen Gold verwenden und es hier dann zwischen dem Lila und dem Grün dann auftragen. Weil gerade Lila und Gold und Lila und Grün, das harmoniert einfach mega. Um ebenfalls ein schimmerndes Grün zu bekommen, gehe ich jetzt hier in die Money Palette. Hier gibt es super schöne, viele Grüntöne. Da gehe ich jetzt hier in die hier unten und merke, diese Schimmerfarbe ist deutlich schwächer als die von Rare Beauty. Schau mal, wie wenig hier und wie krass es hier ist. Ich gehe jetzt auch hier ordentlich rein in die grüne Farbe. Ja, die grüne Farbe ist da, aber die von Rare Beauty war um Längen schöner. Schau mal, wie krass. Und hier fehlt halt wirklich so der Pep, so die Farbe. Die Farbe ist hier mega tot. Glaubst du ernsthaft, dass Rihanna überhaupt mit Musik zurückkehren wird? Ihr weiteres Album wird so krass erwartet von ihren Fans und auch von mir, ganz ehrlich. Aber ich glaube, von ihr wird nichts mehr kommen. Schreib mal deine Meinung unten in die Kommentare. Ich vermisse ihre Musik so krass. Du hast keine Vorstellung. Und hier gehe ich dann auch in die goldene Farbe. Und die wird auf jeden Fall... Ja, man sieht auch, dass es zwei komplett unterschiedliche Formulierungen sind, weil die goldene Farbe halt echt krass ist. Aber die grüne hat mich echt enttäuscht. Richtig schön, wie diese drei Farben harmonieren. Grün, lila und grün und gold. Ach ja, oben habe ich übrigens auch noch orange. Da war ja was. Bevor es zu den Liquid Lipsticks weitergeht, werde ich auch noch falsche Wimpern auftragen. Hier benutze ich die von Adele und zwar die in dem Style 429, die einfach unnormal heftig sind. Nur noch ein Produkt, Baby. Ich habe zuerst einen Mann gesehen und jetzt sehe ich einen Hund. Genau. Was siehst du zuerst? Schreib es mal unten in die Kommentare. Hund? Oder Mensch. Wow, wow, wow. Okay, wow. Es sieht wirklich
so schön aus. Auf beiden Seiten einfach. Bei Liquid Lipsticks wird es definitiv ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie ich finde. Aber hier muss ich sagen, verpackungstechnisch Fenty Beauty ist echt next level. Das sieht so einfach super schick aus auf deinem Schminktisch. Sieht aus wie Nagellack fast. Und hier ist es halt ja, ein süßer Basic Liquid Lipstick. Ja, es ist süß. Ja. Bei Rare Beauty ist das hier das Lip Soufflé Matte Lip Cream. Hier in der Farbe Courage. Und das hat hier auch echt ein schönes samtiges Gefühl. Also super matt. Riecht nicht so angenehm. Wow. Fühlt sich aber ultra weich auf den Lippen an. Ein bisschen streifig. Kommt mir das nur so vor. Ja, also ich empfinde die Farbe Courage als extrem streifig. Hier ist es dunkler als hier. Ich muss die Farbe wirklich mehrmals verteilen. Aber so ein Hautgefühl von einem Lippenstift hatte ich wirklich noch nie. Als würde ich gerade nichts auf den Lippen auftragen. So ein richtig samtiges Velvet-Gefühl. Hier steht auch Matte Lip. Nee, hier steht gar nichts. Farbe bzw. Pigmentierung überzeugt mich nicht so, aber Formulierung ganz krass. Also ganz was anderes. Und bei Fenty Beauty habe ich jetzt hier die Farbe Uncuffed. In der Hoffnung, dass sie sich relativ ähnlich sehen. Hier ist auch echt ein süßer Barhocker-Applikator. Und hier ja, ist die Konsistenz viel flüssiger, gar nicht so cremig. Und um Längen pigmentierter. Oh Gott. Der von Fenty Beauty blutet ein bisschen aus nach außen. Ich glaube, hier lohnt es sich definitiv mit einem Lip Liner zu arbeiten. Vor allem, wenn es ein Kopfrennen zwischen zwei verschiedenen Marken ist, kann man eigentlich ohne Probleme sagen, dann nimm ruhig das günstigere, wenn es genauso gut wie das teurere performt. Und ich finde, hier trifft es eigentlich auch recht gut zu, weil beide Seiten einfach wundervoll aussehen. Das Einzige, was ich dir von Selena Gomez nicht empfehlen würde, sind tatsächlich die Lidschatten. Aufgrund für mich, weil es sich einfach echt nicht lohnt, nur schimmernde Farben in einer Palette zu haben. Genauso wenig hat mir auch der Primer nicht gefallen, weil es diese krass künstlichen Glitzerpigmente hatte. Der Lippenstift hat wirklich eine interessantere Konsistenz, aber vielleicht würde ich dir hier eine hellere Farbe empfehlen, weil die dann schon ein bisschen streifig war. Aber was den Rest angeht, boah, es sind beide Marken sowas von ein Go. Und gerade bei Selena Gomez bin ich extrem begeistert einfach mit was für coolen Produkten sie rausgekommen ist. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass kaum eine bis hierhin tatsächlich meine Videos guckt. Also wenn du es tatsächlich bis hierhin geschafft hast, dann schreib doch Bordüre unten in die Kommentare. Dann können wir mal die anderen so ein bisschen verwirren, die gar nicht bis zum Ende gucken, und bin auch gespannt, wie viele das dann auch reinschreiben. Hat dir der Vergleich gefallen, dann bewerte doch mal meinen Look in den Kommentaren. Und an dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!